Für maximalen Drip. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und willkommen zu diesem Video. Ich bin hier mit Kai. Hello. Willst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin der Kai. Ja, das ist sozusagen heute mein Manager, also er arbeitet in meinem Management. Wir sind jetzt gerade angekommen in Chemnitz, Leute. Ich darf ja heute Kummer treffen, also Felix Kummer. Und ich bin voll gespannt. Morgen bin ich auch dabei bei so einer Ladeneröffnung, beziehungsweise wir. Also bis jetzt, finde ich, sieht Chemnitz voll... Also ich konnte mir unter Chemnitz irgendwie nicht so richtig was vorstellen. Man hört halt manchmal so Horrorgeschichten sozusagen oder schlechte News. Aber irgendwie finde ich es hier gar nicht so schlimm. Ich finde irgendwie, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie in Berlin irgendwie. Okay, nächstes Update folgt so gleich. Ich werde mich jetzt gleich, wenn wir im Hotel sind, kurz umziehen und dann treffen wir, glaube ich, auch schon den Boy. Mein Hotelzimmer ist so, so cool. Also ich finde es wirklich richtig schön und riesengroß. Ich habe hier so viel Platz, mich zu entfalten. Kai ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Reisebegleiter. Er ist so gut Auto gefahren. Paraloops ist zwar ab und zu wieder, sobald wir irgendwie über 160 gefahren sind, so ein bisschen rausgekommen. Also ich habe es mir nicht anmerken lassen. Also Kai, falls du das siehst, ich hatte schon manchmal ein bisschen Angst. Aber ich habe mich sehr sicher gefühlt dann doch und ich weiß nicht, ich muss mich immer einfach so kurz dran gewöhnen, dass ich gerade jemandem irgendwie so mein Leben anvertraue. Ich weiß nicht, Leute, für viele wird das jetzt vielleicht nur so eine dumme Autofahrt sein, aber ich bin bei sowas halt so ein bisschen so, lasst mich einfach, okay? Ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, aber ich habe ein Geschenk für Felix dabei. So ein kleines Einweihungspräsent. Wartet. Ich habe das letztens nämlich bei Shirin gesehen, die hat bei Late Night Berlin ein Einweihungsgeschenk oder beziehungsweise ein nachtliches Geburtstagsgeschenk mitgebracht und es hat so direkt die Stimmung gelockert und dann dachte ich mir so... Hey, aber es ist echt cool, es ist ein lustiges Geschenk, wartet mal. Berliner Luft in der Form eines Brandenburger Tors. Wenn das kein cooles Einweihungsgeschenk ist, dann weiß ich auch nicht. Auch wenn der Laden, glaube ich, nur 3 Tage offen ist, habe ich in irgendeinem Interview gehört. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet hier. Dann habe ich noch Loops-Clue-Sticker dabei. So, Leute, das ist jetzt mein OOTD. Ich kriege irgendwie meine Tür nicht zu, Leute. Kai muss mir helfen. Ist es überhaupt so ein Raum? Ach so, du bist downstairs schon. Ich krieg meine Tür irgendwie nicht zu und ich brauche Hilfe. Okay, er schreibt, komm mal hoch. Okay, ich hab's selber geschafft. Peinlich, wo ist der Fahrstuhl? So, wir essen jetzt ein sehr schönes Candlelight-Dinner haben wir jetzt hier. We are in front of the Laden. Man sieht, glaube ich, das Schild nur klein. Aber wir gehen jetzt rein, es wird noch richtig viel gewerkelt, weil da oben wird irgendwie noch eine Bühne oder so aufgebaut. Und ich bin jetzt sehr excited, wie es innen drinnen aussieht. Hallo. Keiner reagiert. Hallo. Hallo. Okay, voll scheiße, ich gehe wieder raus. Hallo, herzlich willkommen. Hey, herzlich willkommen. Nee, warte, das ist ja dein Laden. Schöne Dame. Herzlich willkommen in Chemnitz. Hey, mein Name ist Felix, ich habe hier einen Plattenladen in Karl-Marx-Stadt eröffnet und ich brauche für diese Umsetzung von diesem Plattenladen brauche ich natürlich tatkräftige Unterstützung. Ich bin ein Freund von Gleichberechtigung, deswegen habe ich eine Partnerin mir gesucht, mit der ich jetzt hier die ich ein bisschen einarbeite und mit der ich jetzt den Laden auf Vordermann ziehe. Ihr seht, es ist alles noch ein bisschen unfertig. Ach, Quatsch. Wir sind noch mittendrin. Hast du so eine Vision, wie das morgen aussehen soll hier? Das Problem ist, dass hinter uns, da ist der Eingang. Ja. Ne? Da kommen die ganzen Leute rein. Das Problem ist, das ist auch der Ausgang. So, ja, das ist definitiv. Und deswegen werden wir quasi hier in dem Laden so ein bisschen also eine Schlange, gell? Genau. Also ich brauche erstmal die richtige Arbeitskleidung, habe ich gehört. Absolut richtig. Guck mal hier. Das Ding habe ich dir aber schon mal zugeschickt. Du sollst ja hier nicht als Fan, sondern als Partnerin, als Verkäuferin. Deswegen brauchst du natürlich Arbeitskleidung. Ja. Ich habe jetzt gerade schon so ein Arbeitshoodie, weil es ist halt kalt wieder. Ne? Es ist Herbst. Genau, es ist wirklich sehr kalt, muss ich sagen. Ich habe leider keine Heizung. Alles ein bisschen rough hier. Aber so ist es mit der DIY. Do it yourself, Leute. Okay. Was wird verkauft? Natürlich eine Plaid. Das wird verkauft. Drückt man was? Ich habe mir auch gedacht. Kannst du quasi... Ja. Okay, warte nochmal. Ja, das stimmt. Nachvollziehen. Ah ja, okay, ja, ich verschwinde nichts. Oh, okay, das geht einfach. Und du so? Was war dein Job, der so stumpf war wie der hier? Was hast du gearbeitet? Eisladen, aber der war nicht stumpf. Also wirklich? Ich habe auch mal Eis verkauft. Ich habe 4 Jahre lang Eis verkauft. Und du?
nicht so lange. Ich habe einen Klima. Die Trailer sind vorbei. Ach so, oh mein Gott, du warst der, der mit so einem Werbe Ben & Jerry's Eis. Ja, weißt du, und das Problem ist so, die Leute kommen halt, die gehen ins Kino rein und kommen an einer riesengroßen Eiskugel vorbei. Oder einem riesigen Popcorn. Das heißt, wenn du im Kino drin sitzt, so, dann hast du diese Entscheidung schon getroffen im Eisbett. Aber dann muss man so trotzdem immer reingehen, so, hey Leute, will vielleicht noch jemand essen? Also so. Alle denken so verpisst. Ja. Und weil das auch so stumpf ist, bevor ich reinkomme, sozusagen, kommt noch so ein ganz subtiler Werbespot, aber dann so Magnum, wie so Eva Longoria, dann so Eis ist und so, und dann kommt man so rein, hallo, ne? Guck mal, der hier ist. Ach, das spannend. Ich meine, naiv hast du da geglaubt, okay. Ich gerade so richtig Herzinfarkt. Was hast du für Stunden bekommen? Ja, 5,11 Euro. Ich habe 4,90 Euro bekommen. Das war doch in der Zeit vor Mindestlohn. Es gab kein Trinkgeld, außer wenn man bei Cine Lady gearbeitet hat. Es gab so den Männerabend, weißt du, so, da gab es so einen Actionfilm, da konnten Leute so mal Bier trinken oder so mit den Atzen und so, weißt du, da gab es dann irgendwie. Achso, und das war dann so das Mädelsding. Und das war das Mädelsding davon. Und dann ist man so als knackiger Eismann so reingekommen und dann wurde man so ein bisschen hintergepiekst und so mäßig. So lief das damals. Das nicht so knackig wie jetzt unser Donny vorne. Ja, natürlich. Bei mir war einmal so ein Mann, und der wollte irgendwie, ich glaube, er meinte das halt eigentlich wirklich nett. Und dann hat er mir so ein 5-Cent-Stück gegeben und meinte, das für Sie. Dankeschön. Das ist die Nachkriegsgeneration, weißt du? Wir haben nicht so viel. Das ist eine richtig lustige Idee, die Lieder auf so einen Kaffeebon zu drucken. Und da sind die ganzen Texte? Von den Songs drauf. Jetzt sagen wir mal, also du kommst ja als Gast rein. Ne? Dann sagst du, okay, diesen ganzen Stapel, so wie er ist, den nehme ich jetzt. Den kaufe ich mir, den möchte ich haben, ist mir egal, was das kostet. Nimmst du das alles so, wie kriegst du es weg? Ich hätte gesagt, mit dem Hoodie oder so in der Tasche. Das ist dann die Diebstahl-Version. Ich habe gar nicht überlegt, wenn ich jemand beim Diebstahl erwische. Das machen wir jemanden, die Leute Ich muss es selber nicht sagen, aber. Wir machen DIY selber gemachte Tüten für die Leute. Wir haben nur einen Stempel. Ja, pass auf, ich gebe dir das immer, weil das ist auch. Man kann hier auch nicht so stempeln. Also ich gebe dir das und so. Okay. Die Demonstration war gerade richtig schön. Oh, warte mal, das ist falsch rum, ne? Das ist wirklich mit so Stempeln, ich hab da viel Erfahrung. Warum hast du da nichts gesagt? Als Jugendlicher, sag ich mal, da gab es zwei Gründe, warum wir extrem viel Stempel abmalen mussten. Erstens waren wir zu jung, um die Clubs zu dürfen. Aha. Und zweitens hatten wir kein Geld, um die Clubs zu dürfen. Achso, und deswegen habt ihr Stempel gemalt? Und haben uns den Stempel abgemalt, weil Denkfehler ist, wenn du jemand hat einen Stempel, dann kannst du ja einfach abdrucken, weißt du? Ja. Aber dann hast du halt Spiegelverkehr drauf. Ah, ja. Und deswegen haben wir dann immer einen Klebestreifen genommen, den auf die Hand gedrückt, abgezogen, auf dem Klebestreifen nachgemalt und dann wieder drauf gedrückt. Und dann machst du wieder richtig rund. Okay, das hier ist wer diese Tüte bekommt, die ist von Sonny. Okay, noch zweiter Versuch. So rum, ja, okay. Mann, ich sag's auch noch davor, ey. Ja gut, okay, ich hab's drauf. Das ist voll geil, ich würde auch voll gerne eigene Stempel haben. Das ist doch eigene Sticker. Okay, aber die habe ich mir ja nicht selber gesagt. Ich habe sogar Luxkuss-Sticker mitgenommen. Ich will die hier irgendwo befestigen. Wir signieren damit unsere 5 Top Chemnitz-Spots, okay? Okay, auf jeden Fall. Gibt so mal diese TripAdvisor Goldkleber und wir machen die kriegen Loops. Und dann kann man hier auf Schnitzeljagd gehen für die besten Spots Chemnitz. Das müssen wir echt machen. Und wie läuft's? Super. Irgendwie ist unsere Kette noch nicht so richtig perfekt irgendwie. Hä, warum? Was machst du denn hier? Ich muss mir tauschen, wir tauschen uns die Aufgabe. Zeig mir, was du kannst. Und das hört sich auch schon an wie so ein schöner Stempel. Okay, was packen wir rein? Also ich sehe hier schon Luftballons. Wie sehen die denn aufgeblasen aus, Anni? Ich kann das wirklich nicht. Wirklich nicht? Ich kann wirklich nicht Ballons blasen. Warum freust du dich jetzt so? Guck doch, wir gehen, das ist ein Gürtel. Echt nee, klar, ey, da haben wir weder Kosten noch Mühen gespart. Weißt du, den Rest vom Laden, da haben wir so ein bisschen Geld gespart, aber bei den Luftballons, da haben wir nochmal richtig, da haben wir richtig tief in die Tasche gekriegt. Scheiß auf die Heizung, wir brauchen gute Ballons. Hä? Oh, sorry, Alter. Ja. Ich habe als Kind Saxophon gespielt. Warte mal, kommen die aufgeblasen da rein? Natürlich, wir müssen ja ein bisschen Volumen.
Nee, okay, wir packen, ich würde sagen, wir packen zwei Luftballons rein von uns beiden mit Speicher. Ja, so ein bisschen. Was packen wir noch rein? Packen wir noch zwei CDs rein? Ja, die feinen Minz. Ich denke, ich meine, weißt du, genauso stelle ich mir das vor, wenn Leute das Album hören. Du kommst dann so an, nimmst sie so, holst sie so raus, legst sie so dann machst du die feine Mint auf und dann isst du ganz entspannt so. Lässt sie sich auf der Zunge zergehen. Genau. Das ist auch die richtige Musik dafür. Deswegen absolut richtig, feine Mint. Im Kaminraum deiner Eltern. Fallen schön auf so einem Bärenfell, Eisbärenfell. Ich kann mir das nicht. So, okay, aber dazu brauchst du noch ein Menü, weil du musst ja auch was Großes. Ja, das stimmt. Wo sind die? Ah. Keine Ahnung. Ich will einfach. Unerreichbar. Ich kann verstehen, ne? die ist okay, aber ja. Ich würde auch eher die wollen. Ja. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir packen noch ein Shirt rein, oder? Wollen wir das an deine Leute verlosen? Willst du es an deine Leute verlosen? Das ist eine geile. Dann musst du aber sagen, was sind das für Größen? Okay. Was tragen die für Größen? So. Bei L, da kann man das auch so als Oversize. Ich wollte gerade sagen, das ist eine L, aber das ist ja eigentlich was. Nein, L ist gut, weil Leute gucken. Weißt du, das Problem ist, ich glaube, wir dürfen das gar nicht. Also wir dürfen es uns nicht verkaufen, das kann man wirklich nur verschenken. Ach so. Weil halt magenrechtlich schwierig. So. Ja. Das heißt, wir dürfen dieses T-Shirt echt nur verschenken. Dann würden es deine Fans wirklich was ganz Exklusives bekommen. Leute, habt ihr das gehört? Das finde ich geil. Und L, für die Mädchen, die ein bisschen zärtlicher sind, kann man es auch als Kleid tragen. Schaut. Warum stehen da die ganzen Markennamen hinten drauf? Willst du das nochmal erklären? Ihr kennt ja vielleicht diese Videos und auch Videos. Problem bei diesen, weißt du, wenn ich da jetzt angesprochen werden würde, gefragt werden, hey, wie teuer ist dein Pullover und deine Schuhe und so, du musst ja die einzeln tragen. Ja, du kannst ja nur einen Pullover von einer Marke tragen. Aber mit diesem T-Shirt trägst du einfach so 6, 7, 8 Marken gleichzeitig. Und dadurch kommst du auf den Preis, weißt du, den du da brauchst, um da so richtig hervorzustechen in diesen Videos, um so richtig zu flexen. Der Drip ist real, Leute. Für maximalen Drip. Falls du dieses Paket gewinnen möchtest, dann würde ich sagen, musst du auf jeden Fall diesem Video einen Daumen nach oben geben. Felix natürlich auf seinem Instagram-Profil folgen und mir folgen. Und jetzt in die Kommentare schreiben, warum du das Paket erhalten möchtest. Bei mir nur folgen, wenn du wirklich, also weißt du, ich nehme das nicht persönlich. Ist auch vollkommen okay, wenn du mir nicht folgst. Ich nehme das niemandem übel. Ist auch okay, wenn du mir nicht folgst. Aber eigentlich denkt ihr sich so. Vielleicht will es auch keiner haben und dann folgt dir eh keiner. Aber dann kommt es irgendwie auf den Kinder zu. Das ist vielleicht auch okay, ja, weißt du? Dann schicken wir es einfach an einen Haus, wo das einfach Leute. Also dieses T-Shirt, ne, das ist nämlich nicht nur so, das ist halt auch warm. Weißt du? Mhm. Weil es nämlich mit Liebe verpackt ist. Und gerade mit Liebe verpackte Dinge, die halten einfach besonders warm. Weißt du, ich stelle mir einfach vor, wie dann jemand dieses. So auf und dann einfach so. Achso, und vergesst nicht euren Instagram-Namen dazu zu schreiben, weil sonst kann ich euch nicht finden. Ich krieg gerade hier auf der Klaus so einen Krampf in der Hand. Leute, Felix zeigt uns jetzt einmal den Hotspot in Chemnitz, den Must-See-Ort und einmal den hässlichsten Ort. Ja, Leute, erstmal, also eigentlich, also es gibt wesentlich mehr hässliche Orte, aber... Man spricht nicht mit Palmen. Aber dieser Ort hier... Oh nein, warte, da ist ja, ich will nicht am Angst. Vor zwei, drei Jahren... Vor zwei, drei Jahren habe ich hier den Fahrraddieb von meinem Fahrrad gestellt. Ach krass. Ja, wenige Stunden nachdem es mir geklaut wurde, hat mir ein Kumpel gesagt, so, ey, ich sehe den Typen, der mit meinem Fahrrad rumfährt. Und dann ist er hier in diesen Hauseingang reingefahren. Und hat es wirklich geschafft. Wir sind dann halt in das Haus rein. Mhm. Und das Fahrrad war tatsächlich noch im Treppenhaus. Hat es geschafft, innerhalb von zwei Stunden in Platten reinzufahren und eine 8 hinten. Keine Ahnung, was mit dem Fahrrad gemacht hat. Aber hier in dem Haus, so kleine Rotzer, die immer vorbeigekommen sind, wo ich den Laden gebaut habe. Mhm. Und die haben immer so, was machen Sie hier? Was machen Sie? Machen Sie Musik? Und ich hatte gesagt, ja, ich mache Musik. Aber immerhin gesehen. Was machen Sie für Musik? Und dann habe ich gesagt, ich mache Rapmusik. Haben Sie gesagt, niemals, Sie machen keine Rapmusik, weißt du? Und dann habe ich gesagt, hey, was, wieso denn nicht? Warum? Sie sehen nicht so aus wie ein Rapper. Und dann habe ich gesagt, hey, wieso? Was hört ihr denn für Rapmusik? Und dann haben sie halt so Capital Bra, Mero und so. Und ich war vorher bei Late Night Berlin. Mhm. Weil das ist ja nur mit Klaas. Und da war Shirin David auch sogar. Ja, das habe ich gesehen. Also ich hatte ein Foto mit Shirin David. Und dann habe ich gesagt, was, wer? Hier kennst du Shirin David? Und so, ja, ja. Und dann habe ich dann das Foto mit Shirin David gezeigt. Und dann warst du ohne Scheiße, da war ich der Shirin. So, das sind ja wirklich sie. Das sind ja wirklich sie. Ich kann gar nicht. Ja, weil man sieht sie, das ist voll nett. Das ist so kleine Achtjährige oder so. Hört sich so. Das stimmt. Okay, Leute, das ist irgendwie viel schöner, als wir dachten. Und hier ist jetzt ein Café. Das sieht so richtig aus wie so ein Insta-Café. Das könnt ihr euch hier als Hotspot merken, Leute. Das ist der Must,
Wie sagt man das? Unser zweiter Best Place. Genau. Was war denn der erste? Achso, das ist der dritte. Hä? Ey, war doch noch gar nicht drin. Komm doch mal rein. Aber warte, was war der erste? Bäckerei Walter, da wo ich... ist Kiox, ganz klar. Genau, das stimmt. Und jetzt sind wir bei unserem dritten Place to be. Ich bin mega froh, dass Kiox ihn schon frei geschafft hat. Das war ein harter Kampf. Wir machen jetzt die Mission. Sticker in ganz Deutschland verteilen, beginnen wir heute, an diesem Tag. Ja, wir suchen uns die 5 coolsten Spots in Chemnitz aus und die zu den coolsten Spots gehören, die kriegen so einen Sticker. Genau. Wenn man in Chemnitz ist, kann man durch Chemnitz laufen, nach den Loops Crew Sticker suchen und wenn man einen gefunden hat, weiß man, dass der Ort cool ist. Ich habe das erlaubt, ich beschmutze nicht deine Hometown. Ja. Noch unangenehmer kann man das jetzt ja auch nicht vorstellen. Also ich mach schon mal die andere Seite auf, weißt du, da hast du da nicht so lange, weißt du? Okay. Loopscoop. Yay! Proofed. Wow, Berlin, die Stadt, Berliner die Stadt meiner Liebe. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir sind jetzt wieder im Hotel Room. Es war mega, mega cool. Es war wirklich so zu 0% awkward, wofür ich Angst hatte. Also ich hatte voll Angst, dass es awkward wird. Schöne Dame. Herzlich willkommen in Chemnitz. Ein richtig spaßiger Nachmittag, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, ihr freut euch über die Verlosung. Ich weiß, dass viele von euch auch so Kraftklub und Kummer und so hören, deswegen hoffe ich, dass ihr euch freut. Und Samstag fahre ich ja wieder zurück nach Berlin. Also Kai fährt mich wieder und dann fährt er nach Hamburg. Ehrenmann, wirklich ein Ehrenmann. Kai könnt ihr auf jeden Fall auch mal auf Instagram folgen. Hier blende ich mal sein Instagram ein. Das ist ein Ehrenmann, Leute. Und dann fahre ich aufs Oktoberfest. Also nicht nach München, sondern in Berlin gibt es so ein Abklatsch-Oktoberfest. In Brandenburg. Ich werde jetzt mal das Foto, wir haben gerade richtig geile Bilder gemacht, ich werde die jetzt mal kurz bearbeiten und dann werde ich mal schauen, wie sie geworden sind. Ich hoffe, das Licht war cool. Ich hoffe, es ist cooler Content geworden. Gibt es bei euch noch Videotheken? Hier gibt es einfach eine Videothek, das finde ich gerade heftig, weil, also bei uns auf jeden Fall nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch Videotheken gibt. Guten Morgen, Leute. Wir waren gerade frühstücken. Ich bin extremst erkältet. Meine Hose ist offen as always. So, heute ist dieser Laden eröffnet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum Album-Release. Es ist ja nicht nur der Kiox-Laden jetzt für 3 Tage offen, sondern auch sein Album ist jetzt draußen. Checkt es auf jeden Fall gerne mal aus. Ich habe es mir auf jeden Fall gestern Abend noch reingezogen und vor allem das Lied 26 finde ich so hart krass. Also, ich habe richtig angefangen, also... Ich habe schon ein bisschen geweint. Ich bin jetzt, warum ist mein Akku leer? Warum ist mein fucking Akku leer? Das macht gar keinen Sinn. Nein. Unsicherheit überspielt mit Arroganz. Ich habe es denen, die mich mögen, niemals einfach gemacht. Dinge einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Doch wenn ich bei dir, ist alles anders. Schnittloops am Start. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich weiß, die Tonqualität war manchmal nicht ganz so geil, aber es wurde halt da gebaut und ihr wisst, ich bin jetzt hier. I'm the real vlogger and so. Nee, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Vergesst nicht, bei der Verlosung teilzunehmen. Tschüss.